Hallo und willkommen zurück zum letzten Video von unserem Urlaub in Taiwan. Es waren 3 wunderbare Wochen zu Hause und auch wenn das Wetter nicht so gut war, haben wir auch vieles gesehen. Nachdem wir aus dem Süden zurückgekommen sind, wollten wir die letzten Tage in aller Ruhe verbringen und genießen und sind deswegen bei meiner Eltern in der Gegend spazieren gegangen. Meine Frau hat nicht nur Taipeh, sondern auch Kaohsiung und Tainan sehr gut gefallen. Bei unserem nächsten Besuch, wenn wir in Richtung Osten fahren und die Städte Hualien und Taichung besuchen und anschließend in Kaohsiung und Tainan einige Tage verbringen. Das Essen hier in Taiwan war nicht nur lecker, sondern auch unglaublich günstig. Man findet fast überall eine Möglichkeit, irgendwas zu essen. Zum Not findet man fast in jeder Ecke einen Convenience Store. Die Menschen waren natürlich auch sehr freundlich und hilfsbereit. Und auch wenn nicht alle Taiwanesen Englisch sprechen, kommt man hier auch mit Englisch gut weiter. Der öffentliche Verkehrsmittel ist sehr praktisch und unglaublich pünktlich. Der Zugverkehr in Taiwan hat kaum Verspätung. Man kommt mit Bus, Zug und Bahn fast überall hin. Und es ist auch sehr, sehr günstig. Was man unbedingt in Taiwan auch holen muss, wenn man auch viel unterwegs ist, ist eine EasyCard. Diese kann man auch bei 7-Eleven zum Beispiel kaufen. Nächstes Mal werden wir auf jeden Fall Fahrräder bei U-Bike ausleihen. Diesmal hat es leider nicht ganz geklappt, weil man für die Anmeldung eine SIM-Karte bzw. eine Handynummer braucht. Und diesmal haben wir nur für meine Frau eine SIM-Karte geholt. Das Einzige, was uns ein bisschen gestört hat, waren die Preise bei importierten Lebensmitteln, wie zum Beispiel Müsli, Cornflakes und so weiter. Milch ist auch im Vergleich zu Deutschland relativ teuer in Taiwan. Ausländische Restaurants sind in der Regel auch etwas teurer als die einheimische Küche. Wir sind wieder mit dem Transportservice von Changsha zum Flughafen gefahren und hatten bei dem Rückflug wieder die gleichen Plätze im Flugzeug wie bei dem Hinflug gehabt. Falls ihr irgendwann mal auch mit China Airlines fliegt, kann ich euch nur empfehlen, dass ihr regelmäßig die Verfügbarkeit der Sitzplätze prüft. Nur so und mit etwas Glück könnt ihr Bulkhead-Sitze für euch sichern. Bei Mos Burger muss ich auch nächstes Mal essen gehen. Kennt jemand auch schon den Laden? Wenn ja, schreibt in den Kommentaren, ob es euch geschmeckt hat oder nicht.
War das Boarding nicht eine Stunde vorher? Und da haben wir unseren Flieger, das ist ein A350. Das ist ein Nachtflug und wir haben erstmal eine ganz kleine Flasche Wasser bekommen. Naja, dann muss dann die Flugbegleiterin öfter vorbeikommen. Your seat is equipped with a seatbelt. Based on CAA regulations, please fasten your seatbelt when seated to ensure your safety. 商务舱贵宾于滑行、起飞及降落时，请另行扣妥肩带，以维护您的安全。 For business class passengers, please also hook on the shoulder belt during taxi, takeoff, and landing. 如果要打开，穿法与成人相同。 Children may wear the adult life vest in the same way. 机上另备有婴儿救生衣，可提供婴儿使用。 Infant life vests are also available on this flight. 有关以上各项救生用具的详细说明及紧急出口路线，请参阅。
Hello. Ungefähr eine Stunde nach dem Start haben wir auch schon unsere erste Mahlzeit bekommen und genauso wie bei dem Hinflug hat es auch sehr gut geschmeckt. Fürs Zwischendurch gab es als Snack eine Calzone Pizza. Das Entertainment System war top. Allerdings waren die Filme auf den Rückflug alle auf Englisch. Thank you.
Und hier haben wir die letzte Mahlzeit vor der Landung. Das Armeen-Etikett ist klasse, aber die Tasche, muss ich ehrlich sagen, entspricht nicht die Qualität vom Inhalt. Aber gut, man kann ja nicht alles haben, ne? Hier haben wir erstmal eine Zahnbürste mit einer kleinen Tube Zahncreme, dann Lippenpflege und eine Tube Handcreme mit Shea-Butter. Und Ohrstöpsel, eine Augenmaske und natürlich noch ein Kamm. Die Sitze bei der Premium Economy waren ganz okay. Man kann schon schlafen, wenn man müde ist. Thank you.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, unser Video zu liken und für weitere Reisevideos unseren Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns bei der nächsten Reise und auf Wiedersehen.